Schreibtisch hat sie ja, aber kein Laptop. Ich Ja. dachte ja nicht, dass die Kleine schon einen Laptop braucht, aber die will ja die große Schriftstellerin werden und das heißt, sie kriegt jetzt ihren Laptop. Auf Papier schreiben üben kann sie ja nicht. Nee, sie könnte ja in die Bibliothek gehen. Aber ich meine, es passt irgendwie so zu der Zeit. Du kannst jetzt nicht mehr. Ja. Ja, das ist der Standard, den du kennst. Und ich habe Ja. noch ein paar andere. Ich habe ja noch den Studi-Spaß-Laptop. Spaß 9, Genau, okay. der hat glaube ich, höhere Spaß als der andere. Der hat nur Ja. 7. Dann habe ich hier den aus dem Steampunk-Set. Den finde ich eigentlich immer am coolsten. Dann habe ich hier irgendwie noch einen. Ist so ein Buch, das finde ich ja cool. Ja, willst du das? Passt auch zu ihr, sie mag doch Bücher so gern. Ja, es sieht aus wie ein Buch. Ja. Ah ja, steht, da steht ja auch, ist es ein Buch, ist es ein. Also das ist jetzt nicht der Ernst, dass das nicht da auf den. Ja, kann sein, dass die Lampe im Weg ist. Ich habe die Lampe da einfach drauf geknallt. Vielleicht ist die Lampe zu fett. Setzen wir das mal dahin. Ja, ich tue die Lampe mal erstmal auf den Boden stellen. So. Da hat die Mama gut gearbeitet für das Laptop, ne? So. Ja, sicher. Ich stelle die Lampe auf das Laptop. Da links gleich auf das Ding drauf, auf die Kommode. Ja, weil normal hast du ja nicht deine Lampe 10 Meter entfernt, ne? Ja. Das heißt, da werde ich mir jetzt einfach eine andere aussuchen, die besser auf den kleinen Schreibtisch passt. Oder halt so eine Hängelampe. So, Kindersachen. Na, nicht so wirklich. Machen wir einfach Beleuchtung und dann Tischlampen und suchen uns irgendwas aus, was feuriger scheint. Ja, der hat so blöde Plätze. Guck, der hat nur da und da einen Platz. Ja, dann ist der Schreibtisch halt blöd. Ja, es scheint so zu Vielleicht eine sein. Wandlampe oder eine Hängelampe. Wir gucken einfach mal. Hallo? Boah, die ist auch so riesig. Ja. Die hängen halt wieder nur so doof. Das ist nicht schlecht. Die sitzt wenigstens mal an der Seite. Achso, hier leuchtet Blümchen. Ah. Sollen wir die nehmen? Ja. Jetzt auch rechts noch eine hinmachen. Ja, ich glaube, die ist aber ein bisschen nah. Dann würde die ja immer mit der Maus dagegen Ja, dann stoßen. lassen wir es. Lassen wir das mit der links. Das reicht. Die Strahleblümchen. Ist hier eher das voller Blümchen da. Hier gibt es irgendwie noch eine Lampe. Aber die würde wahrscheinlich wieder genau auf dem Laptop hocken. Gibt's noch einen Pilz da unten? Ja. Hier gibt es auch noch. Er Für kann die sich entscheiden, Feen. was wir zu haben. Nee, ich finde die kleinen Strahleblümchen schon Die toll. Strahleblümchen. Kann ja mal gucken, wie die aussehen. Die gehen auch, aber nur so, nicht so. Ja. Ja, der hat irgendwie zu viele. Die haben ja so Slots, wo du was draufsetzen kannst. Und der hat irgendwie total beschissen, die Slots. Oder vielleicht wegen den Vorhängen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hängen die doof. Ah, ja, genau. Ich tue die Kommode auf den. Guck, der ist schon wieder da mitten in der Mitte. Vielleicht benutzt sie den deswegen auch nicht für ihre Hausaufgaben. So, auf jeden Fall kann sie jetzt mit den Leuchteblümchen. Ich glaube, der andere Tisch hat einfach nur gemütlichere Stühle. Was? Deswegen macht sie ihre Hausaufgaben immer Ach so. woanders. Ach, ja, das könnte sein. Keine Ahnung, jetzt hat sie jedenfalls ihr eigenes Laptop. Ich möchte auch ein Buch schreiben. Nein, Gretchen, du bist die Sängerin im Haus. Deine Tochter, die möchte Bücher schreiben. Ich möchte erst mal was essen. Ja, stimmt, die sollte erst noch was essen. Und dann kann sie auch direkt schlafen gehen. Was machst du denn da? Du spielst schon wieder mit deinen imaginären Freunden. Menscheskinder. So, dann nimm dir mal was von den Resten. Und die Mutter, die könnte auch noch. Ach, die kommt nach Hause, die hat gearbeitet. Gut, dann ist da nicht so viel. Das Kind schläft, schläft. Alle hier am Knacken. Aber ich meine, sie haben jetzt auch viel erlebt. Ne? Wir haben ja viele schöne neue Fotos gemacht. Und hier diese lustigen Mehrfachshoots. Würde aber auch manchmal so ein bisschen. Vielleicht muss dann das auch üben, ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht. Und da könnten wir ja, glaube ich, auch kochen üben. Das war das doch für Schulkinder, ne? Ja. Das heißt, da könnten wir sogar auch ein bisschen kochen üben. Da könnten wir uns also jetzt selber was kochen. Machen wir das doch mal. Nur Muffins, glaube ich, Ja, oder? ist ja nicht so schlimm. Dann gibt es halt Muffins. Blaubeer oder Vanille? Vanille. Okay, Vanille-Muffins. Und da ist die Mama. Kusch! Ab ins Bett. Da fliegt noch eine Kleine.
Ja, die flog da irgendwie hinterher. Die hat immer Stalker dabei. Die will ich aber nicht mit im Bett haben, die Feen. Permanent am Gucken hier. So, habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe ja mit Kindern so noch nicht gespielt. Das ist ja jetzt die erste Familie, wo ich mit Kindern spiele. Und diese ganzen Sachen mal. Ja, ich habe ja im Let's Play nur mit zwei Erwachsenen gespielt. In der ersten Staffel. Und jetzt sehen wir hier mal, wie die sich einen, ja, ein Blech voll Vanille-Muffins, hatte ich ja gesagt, macht. Mal gucken, wie gut die werden. Wahrscheinlich nicht besonders gut. Meine Sim-Kinder machen immer nur verbrannte Schokomuffins. Hey, guck mal. Sieht doch gar nicht so schlimm aus. Ja, jedenfalls momentan noch nicht. Oh, lecker sogar. Super, ist ja cool. So, dann ess doch mal. Von deinen eigenen Muffins. Ist ja cool. Wir haben heute Morgen Verena, der Chris, der ist ziemlich fertig vom Paintballen gestern. Der ist die ganze Zeit nur am Knacken und im Bett am Liegen. Der hat wohl übelsten Muskelkater, hat er gesagt. Ja. da haben wir heute Morgen so Videos angeguckt von einem anderen Kanal, wo der so Kinderspielsachen ausprobiert. Wie fandst du das denn? diese Kinder Essensmachstation. Ja, genau. Von Mc's. Das war irgendwie sehr absurd. Sie dann aus Cornflakes und Honig und Brot alles zusammengematscht, irgendwie Nuggets gemacht haben und so. Also aus Brot und Apfelmus, dann die Apfeltaschen. Ja. Und aus Brot und Zimtzucker haben sie irgendwie alles andere gemacht. Also das war, man hat gemerkt, worauf es hinausläuft. Ja, dass sie halt selber, ne, so selber was machen immerhin und so ihre Einbildungskraft benutzen, ne? Ja, Vorstellungskraft. Genau. Die Fantasie. denn Pommes mit Zimt und Zucker, Brot mit Zimt und Zucker für Pommes zu halten. Ja, aber schon. Es ist ja nicht so, also ich finde das ganz süß, aber... Ach, guck mal, da glitzert es überall. Es glitzert da im Gesicht. Lass mal die Flügel schlagen. Die schlagen doch auch im Schlaf, oder? Ja. Ja, das ist wohl nicht ganz so optimiert. Ja, die müssten eigentlich irgendwie dann so klein werden oder so. Ja, das will ich bestimmt nicht machen. Mit einem anderen Zim flirten. Aber was sind das denn für rote Wünsche? Sind das so Negativwünsche? Ich weiß nicht, vielleicht ist das so irgendwie. Dass dir irgendwas besonders nicht gefällt. Ich weiß nicht genau, warum. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne sagen, warum die rot unterlegt sind. Vielleicht gehören die dann auch zu einem bestimmten Erweiterungspack oder so. Weil guck mal, die sind ja auch so unterlegt, aber halt so hell. Aber mit einem anderen Sims flirten machen wir bestimmt nicht. Wir waren doch gerade erst mit der ganzen Familie auf dem Dings und die ist schon wieder hier so, mein Mann ist mir zu langweilig. Ja, dann wird die jetzt gleich mal flachgelegt. So. Genau, der Mann ist nämlich auch noch ziemlich fit. So, dann wird jetzt hier entspannt, auf der linken Seite. Wenn die schon meint, mit anderen Leuten flirten zu müssen, hier. Gott. Brauchen wir wieder ein bisschen Zärtlichkeit. Aufmerksamkeit. Mhm. Aber wir hatten sie ja gerade genug. Er hat Hunger. Ich hab auch Hunger. Ja, und dann könnten wir sie eigentlich zusammen Essen schicken. So, nimm dir mal was. Ich will es sprengen. Ja, ist nicht zu empfehlen. Oh ja, wir können den Vanillemuffin von der Tochter essen. Das ist doch schön. So, die ist jetzt im Bett und er ist am Schlafen, aber nicht mehr lange. Das heißt, sie haben jetzt noch Zeit, schnell zu essen und dann noch eine Runde im Bettchen und dann müssen sie das Kind rausholen. So, was möchte er denn? Den Kochkanal einschalten? Ich habe keinen Fernseher. Wir haben viel zu viele andere Dinge zu tun. Wir haben keine Zeit für Fernsehen. So. Komm schnell. Ich finde das mal so blöd. Das dauert immer so lange. Ah, jetzt isst er doch Herbstsalat. Das habe ich bei ihm wahrscheinlich zweimal essen. Ja. So, einmal essen reicht. Na, der Kleine ist, glaube ich, wach. Ja, der ist, glaube ich... Nee, der pennt noch. Aber der hat auch Hunger. Das heißt, er wird jetzt auf dem Boden gefüttert, weil er ist ja schneller fertig. Sie ist ja noch am Essen. Das heißt, den nehmen wir jetzt raus und füttern den auf dem Boden. Und dann kann er ja rumlaufen. Also, wie steht es denn mit der Pipi-Blase? Ein bisschen. Könnt dann vielleicht noch aufs Klo setzen. Nee, das ist der Mülleimer. Das Gelbe. Da. Ja, genau. Ich habe extra das Neue genommen und deswegen kriege ich das jetzt nie gepeilt. So ein Gretchen kann sich so lange ja dann... nochmal hinlegen. Ein Nickerchen machen vielleicht besser, dann kommen sie schneller wieder ja auf die Beine.
Nickerchen. So. Einmal ein Nickerchen. Und, wenn du ihn jetzt fütterst und dann aufs Klo schickst, dann bricht er das mit dem Füttern ab. Du musst ihn jetzt erstmal essen lassen. Darfst du nicht direkt schon holen? Ja, er leert erstmal das Klo. Ach so, ja. Dann geht das. Ich hoffe, dass wenn er vom Klo wieder zurück ist, dass der Mars dann fertig getrunken hat. Hast du gesagt, Alienschleim gibt's bei ihm? Ja, Alienschleim. Die Flaschen sehen ja immer so aus. Ja. Er ist immer noch am Trinken. Er schnappt sich gleich ein Buch. Ich kenne den ja schon. Und wenn er hier rumsteht, dann schnapp ich mir ein Buch. Er möchte ein Spiel mit Fleur spielen, aber Fleur muss noch schlafen. Siehst du? Mit Mars lesen. Ach, wie süß. Das ist ja schön. Hat er ja gleich mit. Ja, Mars sitzt gerade davor. So, dann tun wir Mars aufs Töpfchen setzen, wenigstens. Ich weiß halt nicht, sollen wir das mal versuchen mit diesem Geburtstagsparty feiern, ob das klappt? Können wir machen. Ich weiß nicht, aber eigentlich wäre es ja auch egal, ob die unterschiedlich alt sind. Aber ich meine, das ist ein Alien, da kann sich alles ändern. Ja, das können wir immer noch machen. Was denn? Den aufholen lassen. Die ist ja erst im Kinderalter. Warum flippt die eigentlich durch die Gegend? Muss die kotzen oder was? Oh ja, die muss kotzen. Was ist mit dir los? Wieso musst du kotzen? Weil ich habe die da rumschweben sehen, obwohl die ein Nickerchen machen sollte. Dachte, die schwanger ist oder so? Nein, die haben ja nichts gemacht. Nö, aber... Der Heilige Geist oder was? Weißt du doch. Also nichts gegen Glauben jetzt, sondern ich meine, wie soll sie schwanger werden, wenn nichts passiert? So, Jetzt will ich schon wieder ein Feenhäuschen dich verziehen. Du sollst da schlafen, Mensch. Ja, das Feenhäuschen, das sollten wir vielleicht irgendwo hinstellen. Vielleicht können wir es auch ins Inventar legen. Vielleicht, Ja, kann man. Ja, erstmal Feenhaus verlassen. Weil da hockt sie gerade noch drin. Flupp. Und jetzt legst du mal ins Inventar. Ich hoffe, dass du dann wenigstens im Bettchen schläfst. Nicht immer in deinem Feenhaus. Pack das wieder aus. Was? Hoffe ich ja nicht. So. Ach, guck mal, das war Kralle, glaube ich. Mit Kralle angreifen. So, und ja, hier sind so Bücher. Wir können die zusammen lesen, das kennst du aber schon, das ist aus dem Normalen ja auch. Ja, wir setzen den Mars jetzt einfach mal ab. Und dann gehen wir hier mal entspannen. Und Gretchen, du kannst jetzt kein Nickerchen mehr machen, wenn du meinst, mitten im Gehen kotzen zu müssen, mitten in deinem Mittagsschlaf. Dann ist heute jetzt nicht so mit Mittagsschlaf. Ich hab's so abgebrochen, aber naja. Na, entspannen tut sie jetzt. Ach, egal. Tagträumen. Die kann nicht, das ist nämlich nicht ihre Bettseite. Ach so. Glaube ich zumindest, oder? Doch, doch, das stand da doch gerade. Ach Mensch, ich hab jetzt... Wenn sie sich drauflegen, dann... So, und jetzt schnell. Romantisch. Küssen. Dann stehen sie, glaube ich, wieder auf. Ich muss warten, bis er beide liegen. Liegt. So. Verzauberung. Unterrichten in. Romantisch. Ja, verzaubern. Das wollte er ja immer noch. Aber jetzt wird erstmal was anderes gemacht. So ein romantisches Foto aufnehmen, das ist auch schön. Mit Besenflugprallen. Ach, guck mal hier. Geistergeschichten. Auf dem Bett plaudern, auf dem Bett knuddeln. So. Ist schon schlimm, wenn die Frau schon fremdgehen will hier. Ja, das hatte die schon mal. Die ist irgendwie so komisch. Die machen so Gruppenaktivitäten und dann kommen da so Sachen. Schon fremdgehen? Ich weiß nicht, aber es muss ja nicht sein, oder? Über die Kälte gehen, über Sternbenennung reden. Ach, wie schön. Weil er hatte schon so viele Sterne wegen seinem Aliensucher-Sachen. Ja. Hat er so viele Sterne schon kennengelernt und benannt, auch nach Gretchen. Jetzt kann man hier auch rumschmusen. Jetzt sieht Gretchen schon glücklicher aus. So. So. Vielleicht, wenn so rumschmusen, kann man dann auch das. Ach nee, nicht abbrechen. Da. Oder zumindest Baby machen. Ja, aber ich will ja nicht noch ein Baby haben. Das Techte möchte. Bitte verhüten.